Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Willkommen zurück hier bei Waldur und seinem Gefährten im schönen Sonnental. Bevor wir gleich weitermachen mit unseren großen Plänen, ein allgemeiner Hinweis vorweg. Dies wird erst einmal das letzte Video dieser kleinen Angespielt-Serie sein, hier auf YouTube. Allerdings werde ich den Spielstand, den wir hier heute mit diesem Video erreichen, heute Abend noch im Stream ordentlich nochmal weiterspielen. Das heißt, wenn ihr nicht live dabei sein könnt, also wenn doch, seid ihr herzlich eingeladen auf Twitch ab 20.30 Uhr. Wenn nicht, schaut gerne auf meinem Zweitkanal Steinwallen Uncut vorbei. Da werde ich das dann ein paar Tage später hochladen, falls ihr euch für den weiteren Verlauf interessiert. Und wenn es Spaß macht, kann es gut sein, dass wir auch nächste Woche nochmal im Stream das Ganze weiterführen. Ich muss ehrlich sagen, ich kann dieses Spiel noch nicht richtig einschätzen. Es hat eine sehr langsame Progression, was ich grundsätzlich überhaupt nicht schlecht finde. Im Gegenteil, ich fühle mich gut unterhalten, es macht Spaß, es ist motivierend. Aber es ist noch sehr unklar, wo das Ganze hinführt und wie das dann gemacht ist, wie gut das dann später noch alles sein wird. Insofern bin ich besonders interessiert, einfach noch ein bisschen mehr zu erleben. So, und was hat er da jetzt getan? Was hat er denn da gemacht? Hier hat er einen Stock rausgenommen? Warte mal, war in der Werkbank möglicherweise hier noch Holz drin und er hat das rausgenommen? Also was mich wirklich erstaunt, und das ist tatsächlich für mich jetzt schon irgendwie ein größerer Vorteil im Vergleich zu Medieval Dynasty, wie clever oder wie motivierend es ist zu beobachten, wie die eigenen Leute hier arbeiten und sehr clever jetzt hier die Aufgaben so nacheinander erledigen. Also zum Beispiel hat er jetzt hier schon wieder Pilze fertig gebraten. Nebenbei hat er alles mögliche Zeug geholt für den Webstuhl. Jetzt brauchen wir noch Steine dafür. Die wird er jetzt vermutlich sammeln, oder? Ja, spannend. Eine Sache ist mir immer noch nicht ganz klar, und zwar die Priorisierung. Wir haben ja eigentlich ihm gesagt, wir gehen hier nochmal hin in die Bevölkerung, dass Priorität Forschung hat. Dennoch baut er jetzt erst den Webstuhl. So, es könnte daran liegen, er hat nämlich hier schon geforscht, dass er nicht weiß, wo er Salbei herbekommt. Wäre jetzt meine Vermutung. Deswegen baut er erstmal weiter, was ja an sich ja eine gute Sache ist und clever ist. Spannend. Wir haben hier noch ein Stück rohes Fleisch, das können wir noch ins Lager tun, dann kann er das auch noch brutzeln. Sollten wir machen, bevor es vergammelt. Ist sowieso schon ein bisschen angeschlagen. Ja, jetzt ist auch wieder ein bisschen Platz. Können wir hier noch irgendwas wegstecken? Ja, das Fell, ne? Das können wir hier noch reinpacken. Und die Beere, oder wir nehmen eine selbst mit. Wie, was? Die können nur 5er-Stacks sein? Kann auch sein. Gut, wir müssen mal beobachten. Jetzt holt er sich was zu essen. Wobei, er könnte doch eigentlich die Pilze von dort nehmen. Entschuldigt, ich bin einfach irgendwie zu neugierig und möchte verstehen, was hier passiert. Jetzt hat er sich, glaube ich, 3 Salbei da genommen, oder? Hatten wir noch Salbei? Nee, hatten wir nicht, ne? Jetzt geht er sammeln. Entweder Steine oder Salbei. Okay, vielleicht nochmal zur Erinnerung, was ist unser Plan? Wir wollen zwei Wölfe töten. Und dafür habe ich mir überlegt, sollten wir einen Bogen haben und vielleicht ein Schild. Und um besser ausgerüstet zu sein. Und einmal, das erforschen wir gerade, hier den Verband. Das scheint mir ganz sinnvoll zu sein. So, da er offenbar Probleme hat mit Salbei, werden wir jetzt mal losmarschieren und versuchen, Salbei zu finden. Hier hinten hatte ich irgendwie in Erinnerung, dass hier viel Zeug zu finden war. Ja, schaut mal. Salbei, da haben wir es doch. So sieht's aus. Wir könnten natürlich jetzt hier auch noch, hier ist echt viel Flachs, auch noch Flachs wegernten, aber wir konzentrieren uns jetzt mal auf Salbei. Vielleicht machen wir wirklich nur eine Salbei-Tour. Er sucht interessanterweise jetzt tatsächlich Rohstein, um den Webstuhl zu Ende zu bauen. Man könnte das testen, ob es wirklich an der Problematik liegt, dass er keinen Salbei findet. Wenn wir jetzt einfach mal abwarten, was er machen würde, wenn der Webstuhl fertig gebaut ist. Weil dann
gäbe es ja nur noch den Forschungsauftrag. Und wenn er dann anfangen würde, Salbei zu suchen, dann ist irgendwas an der Priorisierung merkwürdig. So, Salbei-Samen haben wir auch noch. Wie sieht unser Inventar aus? Fast voll. Ja, komm, dann nehmen wir ein bisschen Flachs mit und das war's. Und dann gehen wir mal zurück. Und, schaut mal, jetzt hat er den Webstuhl abgeschlossen. Das ist schon mal gut. Das heißt, wir haben die Voraussetzung, um einen Bogen zu bauen zum Beispiel. So, was macht er jetzt? Jetzt macht er nichts. Er hat die 3 Punkte. Okay, das ist also tatsächlich das Problem, dass er irgendwie Salbei nicht finden könnte. Na gut. Wir haben Salbei gefunden. Wir packen es rein. 6 Mal ist nötig. Ich könnte jetzt alles reinlegen, aber wir brauchen ja nur 6. Deswegen mache ich es mal manuell. Und dann müsste er eigentlich locker weiterforschen. Ja, macht er auch. Sehr gut. So, haben wir noch Platz hier, dass wir den Rest hier lagern können? Nee, wir haben keinen Platz mehr. Wobei, das verdorbene Essen, das kann jetzt erstmal raus. Obwohl, hier erscheinen ja immer neue Slots. Das müsste ja reichen. Also, Salbei packen wir rein. Salbei-Samen. Noch ein bisschen Flachs. Die Beere können wir eigentlich auch... Nee, können wir von hier aus nicht machen. Und Holz packen wir auch nochmal rein. So. Verband ist abgeschlossen. Sehr schön. Einfache Bandage aus Kräuterblättern, um Blutung zu stoppen und Wunden zu bedecken. Das könnte ein Thema werden. Was macht er jetzt? Kocht er jetzt noch weiter? Ah, cool. Ja, ich finde das irgendwie so gut. Warte mal, müssen wir den Kurzbogen, den müssen wir erforschen. Dafür brauchen wir wieder ziemlich viel Schilfrohr. Das würde ich schon mal in Auftrag geben. Das ist jetzt das nächste eigentlich, was dringend benötigt wird. Können wir jetzt diesen Verband selbst herstellen? Ja, was brauchen wir dafür? Salbei und Flachs. Das hätte ich jetzt eigentlich alles gehabt. Das lassen wir ihn dann mal machen. Stell mal 4 Verbände her. Das sollte ja kein Problem sein, weil das im Lager ist. Sowohl Salbei als auch Flachs, oder? So, jetzt steht er aber da ein bisschen komisch rum. Er ist verwirrt. Gut, das nächste, was ich mir anschaue, wie funktioniert das mit dem Webstuhl? Webertisch? Okay, wir haben mehrere Dinge. Lubomir ist auf Level 2 kochen gekommen. Aber was steht er jetzt hier rum? Was machst du jetzt hier? Sehr schön, das geht ja relativ zügig hier. Arbeiter 2, Kochen 2. Wunderkind, Fertigkeits-EP-Gewinn plus 30%. Ah, das ist der Grund. Okay, also irgendwie... Vom Zeichen her scheint er was machen zu wollen, aber macht es dann doch nicht. Gut, wir widmen uns mal dem Weben. Also. Hier ist ja schon einiges herstellbar. Ja, das ist der Webertisch. Hier können wir also die Kleidung herstellen. Und hier kann gewoben werden. So, Leinenseil, einfache Schnur. Okay, für eine einfache Schnur brauchen wir einmal Flachs. Das ist also kein Problem. Warum tut er nichts? Er hat doch da oben eigentlich einen konkreten Auftrag bekommen. Ich werde ihn mal kurz ansprechen, ihm mal als Gefährte zuweisen. Vielleicht ist er irgendwie kurz verwirrt. Wir gucken mal. Und ihn jetzt wieder zum Arbeiter machen. Okay. Er denkt jetzt, er muss sammeln. Aber er geht nicht los. Jetzt hat er Hunger. Okay, jetzt isst er scheinbar erstmal einen Pilz.
Ja, da gibt es offenbar Problemchen. Gut. Das Problem ist nur, er kann forschen. Ne? Das ist ja, glaube ich, das Einzige, was wir nicht machen können. Insofern, das müsste schon klappen. Was brauchen wir jetzt hier für diese Forschung? 8 mal einfache Schnur. So, dafür brauchen wir also Flachs. Und zwar 8 mal. Da müssen wir also wieder loslaufen. So, wenn er jetzt hier nichts macht, könnten wir vielleicht ihm was anderes aufgeben? Wäre das vielleicht eine Möglichkeit? Zum Beispiel ihn über diese Sammelhütte irgendwie sammeln lassen? Vielleicht zum Beispiel Schilfrohr. Wäre doch mal schön, wenn er da losmarschieren könnte. Wenn wir dann seine Priorität für das Sammeln, Herstellen, Schmelzen, Ernten, Lieferung, Kochen. Ja, was heißt jetzt Landwirtschaft, Ernten? Ich glaube, das ist damit gemeint. Ne? Wenn ich jetzt mal Priorität, sagen wir mal, 2 auf Ernten mache, passiert nichts. Lieferung ist der reine Transport, das kann es einfach nicht sein. Okay, das macht mir jetzt gerade ein bisschen Sorgen. Ich ändere mal die Priorität von der Forschung. Er scheint gerade so ein bisschen verzweifelt zu sein und nicht zu wissen, wie es weitergeht. Naja, gut, dann müssen wir an die Arbeit. Bisschen schade, weil dann er gar nichts tut. Das gefällt mir natürlich auch nicht. Wir nehmen mal jetzt die letzten Beeren hier rein. Und dann müssen wir einfach beim Flachs nochmal gucken. Und hier eine ganze Menge Flachs sammeln, damit wir... Ah, schaut mal. Er ist zumindest jetzt ein Pilz. Also er ist nicht ganz debil geworden. Ja, ich denke, wir machen unser Inventar voll mit Flachs, wenn wir schon dabei sind. Das sieht doch gut aus. Ein paar Beeren nehmen wir einfach auch nochmal mit. Der Vollständigkeit halber. Und dann müssten wir doch schon fast voll sein. Ja, aber nur fast. Da hinten sehe ich noch was. Also wenn er Arbeitsverweigerung macht, dann müssen wir halt alles selbst machen. Geht ja nicht anders. Was ist das hier eigentlich? Hanf. Das wird wahrscheinlich für Seile oder so eine Rolle spielen. Halt! Jetzt arbeitet er. Ist ja verrückt. Jetzt macht er Verbände. Okay, vielleicht war das einfach nur seine gesetzlich vereinbarte Mittagspause. Wer weiß das schon? Gut, da bin ich beruhigt. So, das ist kein Flachs, das sind nur so kleine blaue Blüten. Der nächste Verband. Jetzt geht's richtig ab. Gut, dann machen wir mal so 10 Stricke hier. Wir weben hier mal höchstpersönlich. Können wir selber herstellen, wie viel wir dafür haben? Also wie viel wir herstellen wollen. Okay, das dauert doch relativ lange. Interessant. Und hier benötigen... Ah, schaut mal. Jetzt ist es sogar so, dass man bestimmte Fähigkeiten benötigt, um etwas herzustellen. Okay, also das wäre dann besser, wenn er das macht, weil das dauert mir tatsächlich doch etwas zu lange. Packen wir einfach mal alles Flachs rein, was wir hier haben. 20 ist das, okay. Ja, dann teile ich das mal. Nehme 10 wieder und sage ihm bitte, mach mal 10 einfache Schnüre. So, währenddessen macht er noch ein paar Pilze, ein bisschen Fleisch, auch gut. Und wir lagern hier den Rest. Mhm. So.
So. Verband. Wie funktioniert das eigentlich mit dem Verband? Wahrscheinlich einfach anwenden. Ach so, bringt einfach nur plus 30 Leben. Ja. Okay, ich würde sagen, ich wollte gar nicht alle reinlegen. Rechtsklick ist verbrauchen. Wir legen die mal zurück. Einen einzelnen Steuerung, muss ich mir mal merken. So. Er ist jetzt tatsächlich am Forschen, weil er schon ein Seil gefunden hat. Das heißt, tatsächlich hat die Forschung ganz offensichtlich für ihn Priorität. Haben wir auch eingestellt, ist auf 1. Alles soweit korrekt. Will ich nochmal kurz beobachten. Nein, hat er schon die ganzen Seile. Warte mal. Nee, kann ja nicht sein. Ach so, er hat Schilf da rausgenommen und deswegen vorstellst. Und wir haben jetzt nicht mehr so viel Schilf. Die Seide wird er produzieren. Das heißt, es ist wahrscheinlich nochmal unser Job, loszumarschieren, um Schilf zu holen. Okay. Es ist, wie es ist. Das ist eine Ecke weg gewesen, aber wir machen uns auf den Weg. Inventar ist nahezu leer, würde ich sagen. Warte mal, aber wir wollen das optimieren. Wir wollen so viel wie möglich mitnehmen, deswegen packen wir hier noch die Reste rein. Jetzt ist wieder so eine Phase, wo er so ein bisschen rumsteht und ich weiß, was er zu tun hat. Dabei müsste er doch eigentlich dort herstellen können. Einfach Schnur packen wir rein. Das wollen wir behalten. Beere gönnen wir uns nochmal. Vielleicht sogar, damit das Ganze noch schneller geht. Den Pilz. Aber sag mal, ich kann den Pilz gar nicht nehmen. Ist der jetzt vergammelt? Schade drum. Wo ist er jetzt hin? Okay, jetzt holt er sich. Ah ja, jetzt holt er sich die Schnur und forscht jetzt weiter in dieser einen Schnur. Das wird allerdings nicht viel bringen. Und jetzt, mein Freund, müsstest du da zum Webstuhl hingehen und da weitermachen, weil dafür haben wir eigentlich alles. Aber du machst das schon. Ich vertraue dir mal. Wir machen uns auf den Weg zum See. Und es wird schon wieder dunkel. Am See müssen wir uns schon ein bisschen vor den Wölfen in Acht nehmen. Und ich hoffe, dass Schilf ordentlich nachgewachsen ist. Bin ich richtig? Wir müssen jetzt da so ein bisschen weg. Eine Beere gönnen wir uns noch. So. Also ganz offensichtlich ist der See zu weit weg für ihn. Das heißt, wenn man jetzt irgendwie systematisch Schilf ernten lassen will, dann muss man das irgendwie anders organisieren. Mit so einem Lager, mit so einem Außenposten. Ich weiß nicht so recht. So, hier ist viel. Das sind Stöcker. Das ist Schilf. Oh ja, hier ist einiges nachgewachsen. Aber es ist eine unangenehme Arbeit hier mitten im Schlamm. Und im Übrigen, die Wölfe sind natürlich noch da. Sie beobachten uns. Ich hoffe, die können nicht ins Wasser. Möglicherweise muss man auch hier eine Sammlerhütte setzen. Puh. Aber um das alles irgendwie effizient zu machen, brauchen wir echt viele Leute. Und davon sind wir noch sehr, sehr weit entfernt. So, egal, wir haben ziemlich viel Schilf. Das ist nur ein Stock. Jetzt wird es gleich richtig dunkel, aber ich will jetzt noch das Inventar voll machen.
Und damit sind wir voll. Okay, damit laufen wir zurück. Ja, ich weiß gar nicht. Habe ich noch eine Fackel? Ich glaube nicht. Die war alle gegangen. Das tut mir ein bisschen leid. Das bedeutet, dass ihr nicht so viel sehen werdet hier aktuell im Moment. Weil YouTube das Bild auch noch immer extra dunkler macht. Deswegen laufe ich jetzt mal schnell. Was heißt extra dunkler? Aber auf YouTube wirkt es noch viel dunkler, als es jetzt eigentlich ist. Deswegen laufe ich schnell hier auf die Wiese, weil da ist es dann ein bisschen heller. Und das da hinten, ach, schaut mal, das sieht man echt schon krass am Feuerschein. Das ist unser Lager. So, unser Freund hat mit Sicherheit schon wieder Feierabend. Oder? Ja, er ist wahrscheinlich schon pennen. So, er braucht jetzt hier noch 2x Schilfrohr und 7 einfache Schnur. Die Schnüre hat er offenbar nicht selbst produziert. Was mich ein bisschen enttäuscht. So, das ist voll schlecht. Dann nehmen wir mal so viel es geht vom Flachs und stellen jetzt die Schnüre selbst her. Das verdorbene Essen ist auch ein bisschen ärgerlich. Was wir aber schon tun können, halt, dann machen wir mal Folgendes. Packen wir schon mal 2x davon hier auch rein, damit er gleich weitermachen kann. Und stellen uns jetzt hier abends an den Webstuhl, um das Ganze hier zu Ende zu bringen. Ist das vielleicht irgendeine Art von Produktion, die er nicht kann? Oh, ich höre ihn sogar schnarchen. Na, jetzt wird's ja verrückt. Er schnarcht. Das dauert ganz schön, ne? Warum? Ich frage mich nochmal, warum hat er damit nicht angefangen? Obwohl eigentlich Voraussetzungen da waren. Es müsste eigentlich Herstellung sein. Und er hatte doch eigentlich nichts anderes großartig zu tun. Tja. Es bleibt ein kleines Rätsel. Ich würde sagen, wir müssen das jetzt einfach selbst machen und diese Geduld aufbringen. Vier haben wir. Wenn ich es richtig gesehen habe, brauchen wir noch weitere 3, um diese Forschung des Bogens hinzubekommen. Aber dann sind wir auch ganz gut dabei, weil dann können wir uns beide, würde ich sagen, mit Bogen ausrüsten. Und dann, und das ist das Coole, wir nehmen ihn mit auf Wolfsjagd. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob er dann auch Bogenschießen macht oder in den Nahkampf geht. Aber was natürlich möglich ist, wir können ihn einfach vorschicken. Wir können ihn auf die Wölfe jagen, während wir hinten stehen und vielleicht mit dem Bogen immer mal wieder dazwischen schießen. Ja, wir müssen aber erstmal das Schießen testen. Ein bisschen üben. So, wir haben jetzt 7 von den Dingern. Die packen wir alle jetzt hier rein. So, damit haben wir die Voraussetzung, dass er das zu Ende erforschen kann. Gut.
Das Lager ist logischerweise immer noch voll. Ja, was wir bräuchten eigentlich, fällt mir ein. Was wir bräuchten, wäre wirklich mal Fleisch, gebratenes Fleisch. Was bringen uns die Pilze? Die bringen uns plus 25 und 12. Wahrscheinlich bräuchten wir Fleisch und Pilze. Also ich denke gerade jetzt schon so ein bisschen an Buff-Food. Das bedeutet, dass wir aber dann doch nochmal Fallen haben müssten. Und diese auch nochmal ausstatten müssten, um an Fleisch zu kommen. Ja. Und im Dunkeln sieht man natürlich hier gar nichts. Das heißt, wir bräuchten eigentlich erstmal die Fackel repariert. Oder wir sagen, wir machen das alles morgen. Aber über Nacht könnten ein paar Tiere kommen, ne? Wäre eigentlich ganz nett. So, hatten wir nicht noch irgendwie ein Holz? Nee, hatten wir nicht. Das verdorbene Essen nehme ich mal hier raus. Dann müssen wir uns Holz besorgen. Okay, mit dem Holz. Oh, das war ein Baum. Ich wollte eigentlich keinen richtigen Baum schlagen, sondern nur einen jungen Baum. Mit dem Holz will ich gerne die Fackel mal reparieren. Das ist das Erste. Nein, jetzt. Oh nein, jetzt stelle ich eine her. Na gut. Wie war das noch? Reparieren? Fackel. Naja, okay, so ging's. Na gut. Und dann würde ich gerne herstellen kleine Fallen. Aber da gibt es tatsächlich nur eine, die wir mit den 5 Holz herstellen können. Dann nehmen wir aber noch ein paar Beeren mit und ich glaube, eine von den Fallen, die müssten da auch noch heil sein. Und auch Fallen kann man reparieren, aber da, worauf ich da keinen Bock habe, ist die Fallen irgendwie mitzunehmen im Inventar, hier hinzuschleppen und sich hier zu reparieren. Das wäre ganz cool, wenn man sie vor Ort reparieren könnte. Weiß ich aber nicht, ob das geht. So, jetzt kurz Fackel. Das können wir uns ein bisschen dicht machen. Nehmen wir nochmal die fast vergammelten Beeren mit. Wir brauchen eigentlich auch ein Plumpsklo, um das Zeug da irgendwie mal loszuwerden. Ich suche jetzt nochmal die Falle. Ja, schaut mal hier, die ist immer noch nicht voll, ey. Vielleicht ist auch ein Gebiet irgendwann mal leer. Leer, könnte auch sein. Ersetze kaputte Falle. Ah, okay, man kann zumindest... Ah, alles klar, ich verstehe. Man stellt eine neue Falle her und kann dann die kaputte ersetzen. Ja, ist auch ein gar nicht so doofes System. Mhm. Finde ich gut. So, dann legen wir uns hin und wir werden dann... Er wird dann den Bogen erforschen. Wir werden dann den Bogen ausprobieren und dann uns vernünftige Nahrung organisieren. Hier können wir vielleicht nochmal diese überschüssige Fackel hinlegen. Oder wir haben einfach 2 mit. Ah, das ist auch Platz, ne? Nehme ich mal nicht. Die Leinsamen, die können wir auch in die Truhe packen. Die andere. Egal, wir schlafen. Kommt jetzt der Winter? Nee, noch einen Tag bis zum Winter. Okay. Er ist schon am Forschen, wie ich mir das gewünscht habe. Sehr gut, dann forscht das mal zu Ende. Was machen wir so lange? Wir gucken mal, ob in die Fallen... Nee. Ah,
das ist schon bitter. Vielleicht müssen wir auch erstmal Hasen jagen, um an Fleisch zu kommen, weil wir brauchen diesen Buff, glaube ich, für die Wolfsjagd. Das wird wichtig werden. So, Stoffköcher und irgendwas ist da noch irgendwie dazu gekommen, bin nicht ganz sicher. Leinen neu, einfache Schnur neu, Schilfrohr. Das sind diese gesamten Sachen. Stoffköcher. Ermöglicht dem Träger, 30 Pfeile eines Typs zu tragen. Okay, das ist vielleicht noch ein Aspekt, an den ich noch gar nicht gedacht habe, nämlich Pfeile. ja, so einfach ist das alles nicht. Wir gucken aber erstmal, was wir hier machen können. Also, wir können tatsächlich, wir müssen Pfeile herstellen. Dazu brauchen wir auch Schilfrohr. Oh Gott. Holz, einfache Schnur. Wir brauchen mehr Schnüre. Okay, lasst uns mal starten. Ich würde sowohl ihm als auch mir einen Kurzbogen geben. Das heißt, wir brauchen 4 Schnüre, ziemlich viel Schilfrohr, 10 Schilfrohr und 6 Holz. Vielleicht kann er das herstellen. 2 Ulmenkurzbögen. Da schmeißen wir schon mal alles, was wir an Schilfrohr haben, rein. Und alles, was wir an Holz haben, schmeißen wir da rein. Das ist jetzt das verdorbene Essen. So, und um die Schnüre herzustellen, benötigen wir Flachs. Da er das offenbar nicht kann, müssen wir das machen. Hier haben wir noch Flachs. Nehmen wir erstmal alles mit. Warum bringt er das Schilf zurück? Er hat 12 Schilfrohr zurückgebracht. Ach so, weil ich das schon reingetan habe und er doppelt gelaufen war, vermute ich. So, also Schnur arbeitet er irgendwie nicht. Arbeitsverweigerung. Dann nehmen wir den Flachs mal raus. Und müssen das jetzt mal wieder selber weben. 4 Stück. Das verdorbene Essen stört auch. Plumpsklo, sage ich nur. Das wäre vielleicht ein Auftrag für ihn. Wenn er hier schon nicht so eine Filigran-Tätigkeiten wie Weben hinbekommt, dann vielleicht ein Plumpsklo bauen. Aber wir sehen, das ganze Webstuhl-Thema ist schon Herstellung. Also das müsste er eigentlich hinbekommen. Eine einfache Schnur. Okay, Nummer 4. Das dürfte dann reichen. Er wird ja dann zumindest Holz sammeln. Aber er macht nichts. So, jetzt fehlen eigentlich nur noch. Jetzt fehlt eigentlich nur noch Holz. Und da müsste er eigentlich in der Lage sein, irgendwie Holz zu sammeln. Aber schaut mal, wir haben wieder 3 Punkte. Denkt er sich, es ist kein Holz in der Nähe, aber das kann es eigentlich nicht sein. Holz ist da. So, wisst ihr was? Wir machen aber jetzt erstmal was anderes. Wir machen dieses Plumpsklo. 2 Stämme. Wo ist der Eingang? Hier scheinbar. Das kann offenbar nicht so auf die Schräge gebaut werden. Ich will es ein bisschen versteckt setzen. Setzen wir es mal hier in die Büsche. So.
Wenn du das andere nicht kannst, dann bau wenigstens mal ein Plumpsklo. Dann müssen wir jetzt für Holz sorgen. Damit die Bögen gebaut werden können. Okay. Das sollte genügen. Ich habe jetzt nicht richtig aufgepasst, wo der Eingang da ist zum Plumpsklo, aber das wird schon passen. Er ist da hinten, macht auch irgendwas, okay. Ah, das ist jetzt interessant. Warte mal, ist das, was wir jetzt da reingepackt haben, wo befindet sich das jetzt? Das ist offenbar nicht in dem internen Lager drin, oder? Nee, weil sonst würde er mir Schilfrohr hier anzeigen. Ah, das ist ein bisschen dämlich, weil sonst würde ich das jetzt selbst herstellen. Geht aber nicht. Ah, warte mal, hier benötigt Herstellung 1. Das kann sein, dass er das sowieso nicht kann. Was hat er denn in Herstellung? Herstellung 0. Könnte es manchmal sein, dass die Seile oder das andere, was wir da haben, dass das vielleicht auch eins hat? Hat er das eins? Ich weiß nicht genau. Im Übrigen, was wir hier gesehen haben, Raid-Bedrohung. Wow. Das steigt schon ein bisschen an. Mal sehen, was da auf uns zukommt. So, jetzt haben wir aber ein kleines Problem, weil unser Inventar ist jetzt eigentlich zu voll. Also wir brauchen 2 Schnüre. Ne, wir brauchen 4 Schnüre, 6 Holz, 10 Schilf. Das müssen wir im Inventar behalten. Sechs Holz, das heißt, ich nehme mal 3 Holz hier raus. Das Ganze kann jetzt auch hier weg. Dann brauchen wir die Schnüre wieder. Und das Schilfrohr. Und dann müssen wir eigentlich die Sachen haben, um das zu produzieren. Oh, das dauert jetzt richtig lange. Was ist, wenn ich jetzt hier weggehe? Geht wahrscheinlich nicht. Dann wird es abgebrochen werden, weil ich arbeite jetzt daran. Eieiei, okay. Was macht er jetzt? Er hat irgendwas aus dem Lager hierher gebracht. Ah, wahrscheinlich, weil der Auftrag da noch läuft. Nee, aber er hat keine Herstellung 1, also kann er das nicht tun. Gut, also das ist jetzt... Er bringt da jetzt echt Stöcke noch rein ins Lager. Ach so, weil er ja Oh Gott, ich hätte die Lageraufgabe beenden sollen. Ich hätte die Verwaltungsaufgabe hier beenden sollen, weil er ja Transportaufgabe hat. Macht er ja auch Transport. Das heißt, er bringt auch Sachen hier selbstständig her, wenn ich da so eine Aufgabe gegeben habe. An sich eine coole Sache. Aber man muss echt aufpassen, was man hier für Befehle gibt. Sie werden tatsächlich zumindest zu einem großen Teil ausgeführt. Manche Dinge sind immer noch etwas merkwürdig. Hier, das meine ich. Er hat jetzt das hier reingebracht. Schilfrohr. Ja, das muss ich jetzt irgendwie erstmal wieder wegnehmen. Sonst bringt er hier noch immer mehr rein. So, okay, jetzt bringt er die Nahrungsmittel hin. Das ist immerhin auch gut. Ja, finde ich stark. Ist denn das Plumpsklo schon fertig? Offensichtlich nicht. Da muss er eigentlich noch ein bisschen mehr weiterbauen. Okay, Leute, dann werden wir jetzt nochmal den zweiten Bogen für ihn herstellen.
Dann wäre diese Geschichte erledigt. Und er baut jetzt das Plumpsklo. Dann wären wir aus dem Inventar auch das verdorbene Essen los. Cool wäre es noch, und ich kann mir gut vorstellen, dass das später dann der Fall sein wird, dass wir das verdorbene Essen vielleicht auch für Dünger verwenden können. Um die Felder zu bestellen, das könnte ich mir vorstellen. Und grundsätzlich ist es natürlich so ein bisschen nerviger Grind. Ah ja, der Bau von Plums Klo ist abgeschlossen. Hier zu warten, bis etwas hergestellt ist. Aber man muss auch sagen, das motiviert natürlich auch, das Ganze dann später irgendwie durch Dorfbewohner erledigen zu lassen und das alles irgendwie optimal zu justieren. Damit man hier nicht selber immer vor dieser Werkbank sitzt. Sieht aber ganz so aus, als müssten wir uns entscheiden, ob wir jetzt was hier wir mitnehmen. Wir gucken mal, was das für ein Slot ist. Wir gehen aber erstmal aufs Plumpsklo. Das ist doch cool. Gegenstände ablegen. Ja, sehr schön. Warnung, Gegenstände, die in diesen Behälter gelegt werden, werden zerstört. Ja, das ist der Sinn der Sache. Jetzt geben wir ihm den Bogen. Inventar. Okay, falscher Slot. Wie läuft das denn mit dem Bogen? Was passiert, wenn ich ihm die Keule wegnehme? Falscher Slot für diesen Gegenstand. Ah, das ist die Fernkampfwaffe. Der dritte Slot da hinten. Ah, cool. Und hier sehe ich auch den Schaden. Der wird ja ganz groß angezeigt. 20 und 18. Stumpfer Schaden und Schneidschaden. Und Bogen hat er jetzt also auch. Man sieht es auch auf seinem Rücken. Und dann wird es höchste Zeit, wenn wir unseren auch anlegen. Gut, das nächste, was wir benötigen, sind dann... Und jetzt ist die Frage, ob er das vielleicht nicht doch mal machen kann. Zwei Köcher. Dazu brauchen wir allerdings Leinen. Okay, und da wird es jetzt schon knifflig. Wie ist das mit Leinen? Leinen benötigt Herstellung 2. Und Flachs und Schildrohr. Haben wir denn schon Herstellung 2? Wir haben Herstellung 1. Eieieiei. Okay, das bedeutet, dass wir gar nicht mit dem Bogen jagen können. Oh mein Gott, weil wir... Oh nein. Ich nehme es mal trotzdem rein. Ich will das jetzt mal sehen. Ob das wirklich auch für uns gilt. Na, das ist ja jetzt eine Pleite. Tatsächlich. Oh, toll. Okay, der ganze Plan ist komplett überhaupt nicht aufgegangen. Weil wir noch nicht in der Lage sind, das zu tun. Das heißt, wir müssen doch selber craften, um, also wenn wir das alles selber machen oder teilweise selber machen wollen, um die Erfahrungspunkte zu bekommen. Puh, schwierig. So, was bedeutet das jetzt? Überlegen wir mal. Das bedeutet im Kern, dass wir einfach mit der Axt oder mit dem Knüppel jetzt auf die Wölfe losgehen müssen. Oder wir schaffen es irgendwie auf Herstellung 2 zu kommen. Er selbst ist bei Herstellung 0. Das bringt also gar nichts. Ich würde sagen, wir probieren es einfach. Wir werden das jetzt probieren. Wir gucken mal, was gibt es hier für unterschiedliches Essen. Idealerweise haben wir jetzt 3 verschiedene Sachen. Wir haben aber nur den gebratenen Pilz, weil wir kein Fleisch haben. Hat er das Fleisch gegessen? Ja.
Haben wir oben in der Falle Fleisch? Nein. Sonst würde so ein Licht leuchten. Das heißt, wir haben kein Fleisch und ich sehe auch keine Möglichkeit, irgendwie nur mit einer Axt an Fleisch zu kommen. Das macht die Sache noch blöder. Das heißt, wir haben nur noch die Möglichkeit, vielleicht Beeren zu essen zu finden, plus die Pilze, um in einem einigermaßen guten Zustand zu sein. So, sind hier an den Sträuchern noch Beeren? Kann man mit deinem Topf hier noch irgendwas anstellen? Hast du hier noch irgendwelche alten Vorräte? Hier sind immer noch ein paar Pilze, die sollten wir vielleicht mal mitnehmen. Das scheint ja als Nahrung ganz gut zu funktionieren. Aber wir brauchen jetzt noch eine zweite Nahrung, um zumindest ein bisschen am Start zu sein. Hier haben wir Beeren, sehr gut. Okay, Leute, also das meinte ich so ein bisschen mit den Unzulänglichkeiten. Das gehört dann zum Kennenlernen irgendwo mit dazu. Dass ich keine Ahnung hatte, dass wir jetzt noch keinen Bogen herstellen können. Und dass wir natürlich jetzt schon viel länger dann es hätten probieren können, die Wölfe zu töten. Das wird jetzt lustig, glaube ich. Wie ist das mit ihm und seinem Essen? Kriegt er auch Buffs durch Essen oder ist es einfach bei ihm nur Hunger? Das ist auch nochmal ein spannender Punkt. Ich gehe nochmal da hin bei ihm. Gucken wir ihn da nochmal an. Inventar. Nee, hier gibt es nicht irgendwie so einen Essensslot. Dafür hat er selbst irgendwie schon Boni von was auch immer. Okay, er kriegt hier, hat hier satt plus 10 Moral. Das gefällt mir gut. Dann, ja, dann marschieren wir jetzt los. Ist so. Wir werden uns jetzt hier die zwei gebratenen Pilze gönnen. Die bringen wir hier rüber. Und ein paar von den Beeren bringen wir auch noch rüber. Mehr passt nicht, ist egal. Dann essen wir jetzt die Pilze. Es sieht doch einigermaßen gut aus. Und sagen ihm, du bist jetzt unser Gefährte. Er nimmt sich den Knüppel. Wartet mal. Jetzt nimmt er sich die Axt. Jetzt bleibt er bei der Axt. Auch ein bisschen merkwürdig. Gut, komm mit. Ich würde sagen, jetzt speichere ich mal. Gibt es eigentlich Autosave? Ja, gibt's. Und dann machen wir uns auf die Suche nach den Wölfen. Und wir müssen kurz... Man kann irgendwie seinen Status verändern oder seinen Stand. Also angreifen oder halten. Wir wollen auf angreifen. Ihn setzen. Und idealerweise soll er mal vor uns angreifen. Dann wollen wir schon mal sehen, wie das so läuft. Okay, das wird wild. Ich will kurz checken, wie das geht. Okay, Befehl. Das heißt, ich kann ihm sagen, eine Ernte zur Position gehen und dann läuft er dahin und greift an. Dann kann ich sogar sehr weit weg ihn irgendwo hinschieben. Ah, perfekt. Was? Wir haben da drei Wölfe? Oh nee, ne? Wie soll das denn bitte gehen? Na, unser Freund macht das schon. wo sind sie? Liegen die da irgendwo am Felsen? Die sind da oben irgendwo. Das ist drei Wölfe. Das ist auch noch hier. Da sind sie. Okay. Angriff. Oh, er macht das schon von selbst. Oh.
einen haben wir. Erstmal zurückziehen. Ich kann ihm Verband geben. Glaube ich. Kampf. Bewege die Maus nach links, rechts, oben oder unten. Klicke gleichzeitig LMB, um einen gerichteten Angriff auszuführen oder RMB, um einen gerichteten Block auszuführen. Halte länger gedrückt, um einen Heavy Attack auszuführen. Soweit so klar. Beobachte deine Feinde genau, wenn sie in die gleiche Richtung angreifen und blocken. Denke daran, dass Beinarbeit und Abstand halten der Schlüssel zum Erfolg sind. Es gibt viele Waffentypen, Schwerter, Äxte, Bögen, Schilde und mehr. Baue deine Stadt aus und schalte Technologien frei, um sie bestellen oder selbst herstellen zu können. Ja. Was ein bisschen dumm von mir war, ich hätte mal alle Verbände mitnehmen sollen. Verband. Warum steht da Verband? Ah, wir können jetzt unseren Verband nehmen, um ihn zu heilen. Ah, jetzt haben wir natürlich keinen mehr. Egal. Zwei Wölfe sind da noch. Das Problem ist, werden wir die... Aber wir werden erstmal die Überreste hier plündern. Ah, schön. Aber das... Na gut. Es ist nur allgemein Fell. Ich hoffe, das wird nachher anerkannt. So, ganz vorsichtig. Wo ist der nächste? Irgendwo da. Ein nach dem anderen. Da, er kommt. So, auf ihn. Ja, genau, machst du gut. Sehr schön. So, jetzt könnten wir den dritten auch noch töten. Ich würde sagen, das machen wir, ne? Vielleicht finden wir bei den Würfen. Ja, komm, geh rauf! Haut er jetzt ab? Okay, wir haben's. Gut. Um ehrlich zu sein, wahrscheinlich hätte uns der Bogen jetzt auch nicht wahnsinnig viel geholfen. Wir sind ein bisschen angeschlagen, aber Verband haben wir. Wo hatten wir jetzt den anderen Wolf hier noch liegen? Oh nee, ne? Habe ich das jetzt verloren? Wo hat man den anderen Wolf bekämpft? Wir haben die Überreste verloren. Das kann nicht wahr sein. Aha. Wo war er? Hier sind noch schöne Pilze. Aber ich will mal gucken, gibt es hier sowas wie eine Wolfshöhle? Knochen sind hier. Oh. Aber leider nichts. Hier aber. Oder? Ah, man kann hier nichts mitnehmen. Schade. Es hat auf jeden Fall schon mehrere erwischt. Er wartet irgendwie draußen. Ist ihm zu heikel. Na gut, ich würde sagen, dann nehmen wir vielleicht noch ein paar Pilze mit. Wobei, wir haben ziemlich viele im Lager, ne? Bisschen übertrieben. Aber es ist einfach zu verlockend. Und dann werden wir zurück. Nehmen wir nochmal Blaubeeren. Ah, Mann. Das eine Wolfsfleisch, das ärgert mich jetzt ein bisschen, dass ich das verloren habe. Naja. Was? Er hat Hunger? Kann ich ihm was zu essen geben? Ins Inventar oder so? Hier, nimm mal den gebratenen Pilz. Ja. Das geht. Okay, sehr gut. Aber er würde wahrscheinlich auch selbstständig dann, vermute ich mal, ins Lager zurücklaufen. Sind wir eigentlich richtig in der Richtung? Nee, sind wir nicht.
Und unser Leben hat sich selbst auch relativ schnell regeneriert, sehe ich gerade. Das war also jetzt nicht so dramatisch. Und was ich natürlich jetzt noch erledigen will, ich will die Felle abgeben. Weil ich dann natürlich super gespannt bin, wie es weitergeht, was unsere nächsten Aufgaben sein werden. So, komm mal ran, beziehungsweise wir können dir dann auch schon mal sagen, was hier als nächstes erforscht werden soll. Ich würde sagen, dieses Hauptlager finde ich jetzt dann doch mal gut. Das kannst du relativ simpel erforschen. Aber wir müssen dir natürlich sagen, dass du erstmal wieder Arbeiter wirst. So, das Lager ist auch voll. Ah, kriegen wir noch hier ein paar bisschen Fleisch rein? Nee. Ja, wir müssen als nächstes ein großes Lager bauen. Das geht hier gar nicht mehr so weiter. Das ist auf jeden Fall ein Ding. Wir laufen jetzt aber zum Dorfältesten und geben ein bisschen an, wie tapfer wir gegen die Wölfe gekämpft haben. Und ich würde sagen, das ist noch nicht mal gelogen. Falls wir ihn hier zu so später Stunde dann noch antreffen. Spare a coin and I will pray for you. Ich habe kein Geld. Stop wandering around. Greetings. So, was die Wölfe betrifft. Warte, du bist wieder da? Sicherlich hast du nicht... Aha, ich habe die Felle von den Wölfen geholt. Wie verlangt. Sie werden kein Problem mehr sein. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Danke, das ist sehr geschätzt. Kann ich meine Ermittlungen in Herndeen jetzt fortsetzen? Was wie Ermittlungen? Ja, ich nehme an, das kannst du. Auch wenn ich deinen Geisteszustand in Frage stellen könnte, weil du dich diesen Wölfen stellst, hast du gezeigt, dass du keine Gefahr für uns darstellst. In der Tat, du scheinst eine größere Gefahr für dich selbst zu sein. Okay. Gut, Ermittlungen bezüglich dieser ganzen Hintergrundgeschichte, vermutlich unserer eigenen Vergangenheit und sowas ist das gemeint. Bevor ich gehe, habe ich noch eine Frage an dich. Wer ist Lord Ashbourne? Er ist der Herr der Niederlande. Die Königin selbst hat ihm seine Rolle übertragen und... Das spielt keine Rolle. Geh jetzt, junger Mann. Ich glaube, du hast eine Angelegenheit zu untersuchen. Ich verstehe. Danke für die Auskunft. Ich werde jetzt gehen. Du bist jetzt ein Mitarbeiter von Herndeen. Okay, das ist diese... Okay, ist ein bisschen blöd übersetzt. Aber das ist quasi die zweite Stufe, die wir erreicht haben. Ah, okay, verstehe. Jetzt können wir möglicherweise mit anderen Leuten hier noch reden. Ich frag mal noch Dinge. Könnt ihr mir mehr über Herndeen erzählen? Dieses Dorf liegt mir am Herzen. Ich wurde hier geboren und werde wahrscheinlich auch hier sterben. Meine Vorfahren, die Ältesten in den Niederlanden, haben dieses Land zu ihrer Heimat gewählt. Trotz bescheidener Mittel haben wir Zufriedenheit darin gefunden, das Land mit Einfachheit zu bearbeiten. Wenn ein Volk zuerst hier war, warum sind sie dann nicht die Anführer der Niederlande? Ich glaube, meine Vorfahren hatten nicht einmal eine Armee oder Garnison, um dieses Land zu beschützen. Und gemäß den Prinzipien meines Volkes sind wir mit keiner Art von Autorität einverstanden. Als der erste Usurpator, Lord Robert Curfew, kam, widersetzte sich Herndeen der Zusammenarbeit mit der Obrigkeit. Die Weigerung unseres Dorfes führte zu Feindseligkeiten mit Horndeen, einer Kluft, die bis heute anhält. Horndeen? Welche Rolle spielen Sie in der Geschichte? Wir haben den gleichen Ursprung, aber Sie beschlossen, unsere Tradition zu verlassen und sich dafür zu entscheiden, mit Lord Curfew zusammenzuarbeiten. Weitere Informationen kannst du von den Leuten aus Horndeen erhalten. Okay. Okay, haben wir Informationen bekommen?
Ich würde gerne mehr über dich erfahren. Wurdest du hier geboren? Ich wurde genau hier in Herndeen geboren, unter eben diesen Dächern. Meine Familie, die Yorklands, hat seit der Gründung dieses Dorfes die Herrschaft inne. Es ist eine Tradition, die tief in unserem Blut verwurzelt ist. Das ist ein großes Erbe. War es schwierig für dich, die Führung von Herndeen zu übernehmen? Das war es, besonders als vor 10 Jahren mein Vater die ganze Familie gegen den König rebellierte. Ich wurde hier allein zurückgelassen, ohne jede Führung. Das Dorf überlebte, meine Nächsten nicht. Das tut mir leid zu hören. Du bist also der Letzte der Yorklands? Ja, das bin ich, aber vielleicht kann ich das Vermächtnis meiner Familie in der Zukunft fortsetzen. Wenn nicht, dann werden mein Name und mein Stammbaum mit mir sterben. Ich hoffe, du kannst dein Vermächtnis wiederherstellen. Ja. Wir könnten ihm sogar was schenken. Aber wir fragen mal, kann ich ihm helfen? Okay, er hat im Moment nichts zu tun. Was kann man denn schenken? Ah, die Münzen. Ich war mir sicher, dass du mir mehr über die Münzen erzählen würdest, die ich gefunden habe. Kannst du mir mehr über sie erzählen? Oh, ich verstehe. Diese Münzen stammen aus der Zeit vor der letzten Rebellion. Niemand benutzt sie mehr, aber sie sind ein kostbares und nostalgisches Symbol für die Menschen in ganz Carvenia. Wenn du sie zu den Ältesten aus dem Flachland und dem Hochland bringst, werden sie dich sicherlich freundlicher behandeln. Damit kann man wahrscheinlich die Beziehung steigern. Okay, haben wir nicht, haben wir in der Truhe, werden wir bei Zeiten aber tun, ist klar. Ah, und wir haben noch Informationen bekommen jetzt über das Dorf. Gut, spannend finde ich jetzt, was wir jetzt noch besprechen können. Sind das möglicherweise jetzt noch kleine Quests oder sowas? Wir gucken mal, was hat es damit auf sich. Ah, Schlaf bis zum Morgen. Das ist eine Taverne. Hier kann man also auch schlafen, verstehe. Schade, hier wird das nicht angezeigt. We are keeping the peace here, in the name of Lord Ashmore. Habe ich da eben Garnisonstruppen gesehen von Lord Ashmore? Okay, also diese Sprechblasen scheinen sowas wie Gewerke darzustellen, vielleicht. Hier ist auch irgendwas, was wir wahrscheinlich nur tagsüber erreichen können. Und da hinten, übrigens hier ist auch so ein Schrein, können wir den auch plündern? Das hat beim ersten Schrein schon ganz gut geklappt. Nee. Da unten ist noch jemand. Das ist andersfarbig. Was hat es damit auf sich? Oh, hier ist sogar eine... Oh, wir können eine Katze streicheln. Hui. Wie ausführlich er das macht. Was hat sie denn für ein komisches Geräusch gemacht? So. Looking for trouble. Okay, das scheint auch jetzt in der Nacht nachvollziehbarerweise nicht möglich zu sein. Da kommen wir dann später darauf zurück. Gut, interessanterweise haben wir jetzt tatsächlich keine Quest, was ich auch spannend finde. Tagebuch. Es ist nichts aktiv. Könnte aber sein, dass wir jetzt zum Beispiel durch das hier... Ah ja, schaut mal. Das sind tatsächlich Quests. Okay, wir kriegen Quests. Aber erst, wenn die Leute nicht mehr pennen, was ich sehr gut verstehen kann. Ja, ich würde mal sagen, wir werden uns dann auch pennen legen. Das heißt, der Winter kommt. Wir brauchen ein Lager. Was mir noch einfällt, es könnte natürlich auch sein, dass die Tatsache, dass er da nicht selbst manchmal sammeln geht, damit zusammenhängt, dass das Lager voll ist. Also, dass unsere Truhe voll ist. Also, das könnte man vielleicht lösen durch dieses große Lager, was man da bauen kann. Jo. Also dann, ich wiederhole nochmal, ich werde das heute Abend im Stream auf jeden Fall noch weiterspielen, ordentlich. Und dieser Stream wird hochgeladen werden auf Steinwallen Uncut. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Wenn euch das interessiert, wie es hier noch ein bisschen weitergeht, schaut auf dem Zweitkanal und schaut euch in ein paar Tagen die Aufzeichnung an, falls ihr nicht selbst live dabei sein könnt. Also, bis dahin, macht's gut, euer Steinwallen.